So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute hier am 14.12.2021. Es ist Dienstag und gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick wie gewohnt auf die Märkte gönnen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Ich habe mich gestern, das hat der ein oder andere vielleicht in der Discord-Community mitgelesen, ich habe mich ein bisschen im Thema Krypto eingelesen und habe mich da so ein bisschen schlau gemacht, in Anführungsstrichen. Und ja, das hat mich so vereinnahmt tatsächlich. Also ich habe so viel Faszination getriggert, was mir alles gar nicht so wirklich bewusst war, dass ich gestern ganz vergessen hatte, mich auf die US-Märkte vorzubereiten. Dahingehend ein bisschen bedauerlich, weil wir dann doch einen stärkeren Abgabedruck gesehen haben, der uns im S&P beispielsweise zurück unter die 4.700er-Marke geführt hat. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Dahingehend ganz interessant, weil ja der Verfall am Freitag und somit auch noch der Strike von 4.700 Punkte weiterhin eine Rolle spielt. Wobei ich jetzt sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass wir unterhalb von 4.7 dann jetzt aus der Woche hinausgehen, scheint doch recht hoch zu sein. Und somit wäre dann auch einem stark bullischen Jahresausklangsdrive, so möchte ich ihn mal nennen, so ein bisschen der Boden entzogen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Fed nicht mit irgendwelchen geldpolitischen Überraschungen dann tatsächlich am Mittwoch aufwacht. Also morgen aufwartet. Historisch betrachtet, saisonal betrachtet, sind wir in einem bullischen Umfeld. Also nicht nur saisonal betrachtet hinsichtlich Jahresschluss, sondern auch im Hinblick auf dann das saisonale Fenster, was sich immer 24 Stunden vor der Fed immer öffnet. Dann im Hinblick auf Equities eben, weil sich hier eine Spekulation hält, dann nachvollziehbarerweise, dass sich die Fed eher für die Aktienmärkte günstig positioniert. Ja, wir werden das alles natürlich gleich entsprechend einordnen. Wir werfen den Blick natürlich erst auf Krypto in dem Zusammenhang. Bitcoin hat in dem Zusammenhang nicht mit meinem Studium, sondern jetzt jüngst die Abwärtsdynamik erstmal weiter fortgesetzt. Hat gestern 45.000, 46.000 Dollar, glaube ich, kurzzeitig unterschritten gehabt. Auch Ethereum ist gegen die 4.000er-Marke nicht erneut aufgedreht. Dennoch bleiben die technischen Gegebenheiten durchaus interessant, auch wenn kurzfristig jedenfalls mindestens dort definitiv jetzt erst einmal die Short-Seite zu favorisieren ist. Da werfen wir einen Blick drauf und ja, soweit erstmal zur Einführung. Bevor wir offiziell starten, einmal hier zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Sein persönliches Risikoprofil gilt es zuerst zu erstellen, dann risikofreie und kostenlose Demo auf markets.com/de runterzuladen, wo man dann den Handel risikofrei testen kann. Und wenn man schlussendlich für sich den Entschluss dann fasst, dass der Handel sich für einen eignet, dass die Produkte dem persönlichen Risikoprofil entsprechen, dann ist der Weg auch zum Live-Konto hier entsprechend nicht besonders weit. Der vollständige Risikohinweis darüber hinausgehend auf markets.com/de, dort auch alle Informationen hinsichtlich der kompletten Produktpalette, auch physische Aktien, ETFs und dergleichen, wo ihr dort Informationen findet. Gerne auch die Elena anschreiben für eine E-Mail. Gerne mich kontaktieren, einmal hier im Livestream jetzt mit euren Fragen zu den Märkten, beziehungsweise auch gerne unterhalb des Videos, falls ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut. Was haben wir noch? Ja, Trading Chatbox bei mir auf der Webseite jk-trading.com/forum. Dort habt ihr für jeden Tag immer eine Trading Chatbox, wo ihr euch entsprechend mit mir austauschen könnt, aber auch mit anderen Trading-Begeisterten. Discord-Community habe ich gerade schon angerissen. Da stelle ich normalerweise und heute definitiv auch wieder entsprechend eben die Betrachtung für meine heißen US-Aktien ganz besonders ein. Da sind aber auch alle anderen Asset-Klassen willkommen. Und der Austausch rund um diese, schickt mir auch gerne eine Mail, jklat@jk-trading.com. Und ja, soweit dann erstmal hier zur Einführung. Das ist einmal die MarketsX-Handelsplattform und wir blicken, ich räume einmal ganz kurz hier im Hintergrund ein bisschen auf, schau mal, ob alles gut gestreamt wird, aber das sieht bis dahin gut aus. Okay, sehr gut. Also, ja, blicken wir einmal hier auf den DAX, der gerade überrollt und jetzt neue Tagestiefs markiert. Also bullischer Drive haben wir zunächst zu sehen bekommen. Jetzt sieht es doch danach aus, als wenn wir nochmal eine Attacke auf die 15.6 starten. Ich will ganz kurz vielleicht mal zunächst beginnen hier einmal mit dem S&P von gestern, der recht deutlich eigentlich dann nach seinem sehr starken Wochenschluss hier den Rollover gesehen hat und wir haben dann recht zügig eigentlich zur Markteröffnung um 15:30 Uhr mit Wall Street Opening haben wir entsprechend den Drop zurück unter die 4,7 gesehen. Wir erkennen, wenn wir das Bild mal groß machen, wir erkennen hier, dass das jetzt ein Bereich ist, der erstmal aus rein
trading-technischer Perspektive, rein technischer Perspektive, interessant anmutet. Also der Bereich so 4,660, 4,670, vielleicht ein Stück weit tiefer noch, 4,650. Das ist eine Region, die jüngst ja im Mittelpunkt des Geschehens stand. Also nachdem wir auch hier eine schärfere Gegenbewegung ja gesehen haben, nachdem wir zu Beginn des Monats Dezember hier unter die 4.500er-Marke kurzzeitig gerutscht waren, da gab es diese scharfe Gegenbewegung und auch der Schluss oberhalb, der dann eben eigentlich weiter die Long-Seite hat begünstigen lassen. Erinnert euch daran, ich hatte gestern gesagt, und daran hat sich eigentlich noch nichts geändert. Jetzt kommt so ein bisschen die Frage auf, ob solch ein Hedge gehalten wird, dann eben tatsächlich, wenn er an der Stelle gehalten werden sollte. Diese Absicherung mit der Eroberung der 4,7 aus optionstechnischer Perspektive, dann würde das Abwärtspotenzial auf jeden Fall erstmal eingrenzen. Der Hedge würde aufgelöst werden, hieße, man würde dann einen Verkaufsdruck sehen, der uns unter diesem Bereich zurücktreibt. Also aktuell handeln wir zumindest noch einmal oberhalb, was grundsätzlich ein bullisches Signal ist, aber, und das ist genau der Punkt, nachdem wir eben jetzt hier die 4,7 haben nicht halten können und wieder unter dieses Niveau gerutscht sind. Und ich will das mal ganz kurz hier nochmal in Erinnerung holen. Open Interest. Und einmal die 4.700er Marke auf den E-Mini S&P zum Thema machen. Equity Indices, E-Mini S&P und hier Open Interest. So, einmal hier die Settings und dann nehmen wir einmal die Auto-Geschichte raus. Und dann werden wir gleich sehen, dass der höchste Balken hier im Bereich sich um 4,7 weiter erstreckt. Das ist dieses erhöhte Level hier. Und also diese gestrichelte Linie übrigens hier, das ist das aktuelle Indexniveau, also wo der S&P entsprechend tradet, damit man da auch eine Orientierung eben tatsächlich hat. 4,670 kann man hier erkennen. Und also hier ist das erhöhte Open Interest, ausgehend eben von dem Umstand, dass dieses weiterhin, und das bezieht sich ja hier auf die Zahlen von Montag, also da kann man das erkennen, dass bis dahin jedenfalls keine deutliche Reduktion stattgefunden hat, dieses erhöhten Balkens. Also normalerweise erkennst du dann eben, dass die Marktteilnehmer, die hier Calls auf dieses Niveau geschrieben haben, sofern sie eben dann hier diese Wette nicht mehr potenziell aufgehen sehen, dass die entsprechend diese Position beginnen aufzulösen. Querstrich eben entsprechende Hedges aufzubauen. Und wir können an der Stelle zumindest mal im Hinblick auf das Open Interest hier, auf dieses Niveau, auf die geschriebenen Calls sehen, dass bis dahin keinerlei Reduktion stattgefunden hat, was erwarten lässt, ehrlich gesprochen, dass eben die institutionellen Marktteilnehmer den S&P an der Stelle unterhalb von 4.700 Punkten bis Freitag auch wirklich sehen. Nochmal vorausgesetzt, dass keine entsprechende Kommunikation, irgendwelche Überraschungen oder dergleichen seitens der Fed dann auf ihrer Notenbankentscheidung morgen zu erwarten sind. So, und jetzt in dem Zusammenhang, genau da kommen wir nämlich dann zurück zur trading-technischen Perspektive. Und zwar, jetzt sehen wir eben, dass das eigentlich ein Bereich ist, gegen den sich Long-Engagements mit kleinem Risiko eventuell anbieten könnten. Also sprich, diesen Bereich sich hier long zu positionieren, scheint durchaus interessant zu sein. Ziel einer solchen Positionierung, long gegen diesen Bereich, wäre eine Rückeroberung hier, das sind dann die morgendlichen Hochs, also die nächtlichen Hochs im Falle des S&Ps, beziehungsweise Ziel ist im Endeffekt eigentlich, dass wir erwarten, dass hier dieser Bereich, das ist roundabout 690, dass dieser zurückerobert wird. Nun ist allerdings eben das Problem, oder Problem in Anführungsstrichen, wenn wir uns das Open Interest anschauen, dann können wir damit rechnen, dass auf der 4,7 sich ein natürlicher Widerstand jetzt ergeben wird, besonders nach der jüngsten Volatilität. Und dass man dieses Level auch vor dem Hintergrund, dass dieses nicht reduziert wurde bis jetzt, so wie es zumindest den Eindruck macht, eben nicht kampflos hergegeben wird. Sprich, wenn wir uns jetzt gegen diesen Bereich hier, der aus technischer Perspektive interessant anmutet, long positionieren, mit engem Stop, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass das Aufwärtspotenzial, kurzfristig jedenfalls, bis Freitag auf die 4,7 beschränkt ist, beziehungsweise dass wir die Unterstützung seitens der Fed benötigen, morgen mit entsprechenden geldpolitischen Ankündigungen oder rhetorischen Andeutungen in irgendeiner Form, die uns dann deutlich über die 4,7 eben bewegen. Aber das sollte als Grundlage für eine Trade-Hypothese auf jeden Fall in Betracht gezogen werden, beziehungsweise hinzugezogen werden. Dass wer sich jetzt gegen diesen Bereich Long positioniert, ein klares Level hat, gegen das er hier riskiert, das ist dann eben unterhalb wahrscheinlich sogar dieser Region hier. Das ist der Bereich Roundabout, nicht nur Roundabout, sondern es ist nicht ganz der Bereich Vorwochentief, aber zumindest mal ein Level, gegen was man riskieren könnte. Wer sich also hier long positioniert, der hat einen Stop knapp unterhalb eigentlich der 6,70
60, allerspätestens wahrscheinlich. Ein kurzer Flushout hier, vielleicht ein kurzes Überschießen auf der Unterseite ist eine Option, aber unterhalb von 4, 6, 60 möchte ich den S&P da gegen diesen Bereich eigentlich nicht long haben oder mich nicht mal long handeln. Wenn ich das gegen die aktuellen Niveaus trade, kriege ich immer noch ein einigermaßen attraktives CRV. Ich habe da ein Risiko von 6 Punkten. Ziel, na, 4,690, 4,695 sind ungefähr 30 Punkte. Also kurzfristig ist das ein CRV von 5 zu 1. Gilt es aber genauestens zu beobachten, besonders auch jetzt, weil wir eben derzeit noch kein Eigenleben im S&P haben, sondern abhängig sind von den europäischen Indizes. Und da könnte natürlich so ein Flushout auf der Unterseite relativ zügig sich anbahnen, sofern der DAX dann in dem Fall hier als auch mit Repräsentant des europäischen Handels, also eigentlich sollte man hier wahrscheinlich eher den Eurostoxx heranziehen, aber wir wollen an der Stelle unseren DAX eben nutzen, weil er eben auch das Haupt-Trading-Vehikel unter uns eben tatsächlich Privatanlegern, besonders aus dem deutschen, querstrich eigentlich europäischen Raum ist. Sofern wir hier unter die 15.600er-Marke rutschen würden, wäre weiterer Abgabedruck denkbar. Der würde das Bild jetzt nicht dramatisch eintrüben. Also wir würden weiter bullisch bleiben, dann mit klar, also allerdings klar neutraler Tendenz, weil wir ein tieferes Hoch hier bilden und infolgedessen beginnen der Abwärtssequenz am Hemmer rauszuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz wäre unter 15,6 ein Lauf in Richtung 15,5, eventuell sogar in Richtung hier der 15.400er Region einzukalkulieren. Und in solch einem Zusammenhang wäre nicht unbedingt zu erwarten, dass sich dann der S&P jetzt vor Eröffnung der Märkte, des Kassahandels um 15:30 Uhr, solch einem Flushout-Moment in irgendeiner Form in der Lage wäre zu entziehen. Also sprich, anders formuliert, sollten wir jetzt hier unter die 15,6 rutschen, im DAX an der Stelle, wäre auch vorbörslich der Fall eben unter die 4,660 im S&P denkbar. Wobei wir dann abwarten müssten, mit Sicherheit, wie sich die Kassamärkte heute Nachmittag darstellen. Wobei, wie gesagt, vor dem Hintergrund irgendwie so einer mitschwingenden Unsicherheit, so wirklich sicher kann man sich nicht sein, dass die Fed sich klar dovish positioniert. Also sprich, dovish positioniert, wenn man sich hier den aktuellen, dass das Fed Watch Tool anschaut. Zinsanhebung werden wir nicht in irgendeiner Form thematisiert sehen. Was uns aber interessieren wird, ist mit Sicherheit, wie denn das Fed Board die Zinsen oder die Zinsentwicklung auch anhand dann so, des sogenannten Dot Plots für das Jahr 2022 erwartet. Aktuell ist es so, das haben wir gestern ja hier gesagt, dass wir mit über 50%iger Wahrscheinlichkeit drei Zinsschritte erwarten sollten, sobald die Anleiheaufkäufe im Rahmen des QE-Programms zurückgefahren sind auf null. Das ist dann nächstes Jahr im Juni ungefähr, Juli ungefähr der Fall. Sprich, in der zweiten Jahreshälfte sind dann eben auf den Zinssitzungen, wie ich jetzt gestern auch schon mal gesagt hatte, September, November, Dezember, wahrscheinlich eventuell sogar Cut auf null und dann sofortige Ankündigung einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte infolge dann vielleicht sich weiter am auftürmenden Inflationsdruck. Vielleicht gibt es dann den ersten Zinsschritt schon dieser Art Natur hier im Juli. Das sieht man dann zum Beispiel auch anhand entsprechend hier des Dotplots. Da kann man das relativ klar eigentlich erkennen. 86-prozentige Wahrscheinlichkeit, roundabout. Also das heißt, wir addieren alles von rechts kommend hier entsprechend auf. Da sehen wir eine Wahrscheinlichkeit um mindestens 25 Basispunkte. Tatsächlich würden sogar 50% hier, wenn man diese Balken anschaut, würden sogar einen gleichen Rate-Hike von 50 Basispunkten erwarten, der allerdings nur dann wahrscheinlich ein Thema würde, wenn die Inflation weiter deutlich beginnt, sich zu beschleunigen, in den USA ganz besonders und eventuell sogar über diese 10%-Schwelle, wow, wenn ich so ausspreche, eben tatsächlich springt. Aber also, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was morgen relevant sein wird, oder das, was ich denke, was morgen Thema sein wird, wird sein, dass die Marktteilnehmer sich hier erhoffen oder erwarten vielleicht sogar, dass man klar aus dem Fed-Dot-Plot ablesen kann, wo die Fed eben in 2022, besonders Ende 2022, das Leitzinsniveau sieht. Wenn wir den Markt hier sehen, dann sehen wir an dieser Stelle, dass dieser eben drei Zinsschritte erwartet, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit aktuell, etwas mehr sogar. Und sollte jetzt, und da kommt genau dieser Dovish-Aspekt zum Tragen, sollte jetzt die Fed sich in ihrem Statement oder innerhalb des Dotplots dahingehend zeigen, dass sie sagt, maximal erwarten wir hier zwei Zinsanhebungen in 2022, dann wäre das Dovish. Also das wäre deutlich die Liquiditätsschleusen weiter offen haltend und in dem Zusammenhang weniger restriktiv, als der Markt es gerade erwartet. Und genau das wäre so ein potenziell bullischer Treiber. Wobei, das ist natürlich dann die Kehrseite der Medaille, sich schon die Frage dann aufdrängen würde, warum so dovish?
Also, wenn nämlich eine solche dovische Haltung sich innerhalb des Dotplots abzeichnet, trotz dieses Inflationsdrucks, der sich gerade auftürmt, dann impliziert das zwischen den Zeilen relativ deutlich, dass man seitens der Fed-Offiziellen, und das sind ja durchaus gut informierte Quellen, möchte man jetzt mal sagen, beziehungsweise auch entsprechend eben gut ausgebildete Akademiker, Querstrich-Volkswirte, die ihr Handwerk grundsätzlich verstehen sollten, dass diese eventuell ausgehend von den jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Unsicherheit rund um diese Omikron-Variante, weitere Mutationen, die auftreten und so weiter, wie heißt das? Nicht Unvollständigkeit, sondern nicht gut funktionierende Impfstoffe beispielsweise an dieser Stelle, so will ich es mal formulieren, oder beziehungsweise dann nicht mehr für auftretende Mutanten eben entsprechend wirksame Impfstoffe, genau, das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Alles das, Lockdown-Sorgen, dass all das dafür sorgt, dass eine Unsicherheit reinkommt, die dazu beiträgt, dass man sich eher expansiv meint, positionieren zu müssen, was natürlich wiederum dann Sorgen aufwerfen dürfte, dass infolgedessen entsprechend ja, dass infolgedessen das vielleicht doch nicht so günstig für die Aktienmärkte grundsätzlich wäre. Ich denke allerdings, dass was sich in solch einem Szenario, was ich gerade skizziert habe, durchsetzen wird, ist zunächst einmal die Bullishness und infolgedessen eben dann der Push im Falle des S&Ps zurück über die 4700er Marke, die vielleicht dann tatsächlich nochmal eine einsetzende Absicherung durch so eine Art Lichtschalter-Effekt in den Wochenschluss hinein mit Verfall am Freitag eben nach sich zieht. Aber das ist erstmal zunächst rein spekulativ. Also, das bedeutet, das ist ein Szenario, das sollte man auf dem Schirm haben. Und das wäre der bullische Treiber. Aktuell könnte ich mir vorstellen, geht es eher in die Richtung, dass wir jetzt in dem heutigen Handelstag, beziehungsweise auch dann morgen über den Handelstag, eher uns verhältnismäßig ruhig wahrscheinlich präsentieren. Dann schauen, ob ein Impuls geliefert wird, eben mit der FED-Sitzung und dann ausgehend hiervon die Karten neu gemischt werden. Also spätestens für uns dann in dem Fall ab Donnerstagmorgen eigentlich eine neue wichtige Entscheidung eben aus tradingtechnischer Perspektive gezogen wird. Bis dahin sind es erstmal die technischen Level, die für uns eine Rolle spielen. Wie gesagt, 4660 im S&P auf der Unterseite. Jetzt sind wir tatsächlich sogar unter dieses Level gerutscht, sehen wir hier. Da kommt dieser Flashout jetzt. Also da kommt jetzt ein bisschen Abgabedruck in dem dünnen Umfeld eben tatsächlich auf. Wie man hier sehen kann. Also das heißt, der Gedanke, den ich gerade formuliert habe, ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt schon tatsächlich einen Trade auf den Weg gebracht hat, der ist jetzt erstmal an der Stelle hinfällig, weil wir unter dieses Niveau gerutscht sind. Was wir jetzt machen würden, sollten wir einen solchen Long Trade gegen diesen Bereich willens sein, auf den Weg zu bringen, wäre im Endeffekt eigentlich, ich mache das mal ganz kurz hier, ich zeichne das mal ein. Und dadurch ergibt sich auch ein schönes Level, gegen das man vielleicht riskieren könnte, dass man hier vielleicht jetzt potenzielle Bodenbildung vielleicht zu sehen bekommt. Das wäre noch nicht long. Und dann wollen wir erstmal eine Rückeroberung hier, dieser wahrscheinlich 4,665 ist es ungefähr, zu sehen bekommen und würden gegen diesen Bereich hier riskieren, gegen diese Tiefs. Und sobald wir hier auf diesem Niveau uns stabilisieren können, dann würde ich mich gegen diesen Bereich long positionieren. Sofern wir überhaupt solch eine Rückeroberung zu sehen bekommen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber dafür müsste jetzt noch ein bisschen Wasser denn rein runterfließen, in Anführungsstrichen. Also das heißt, wir sind jetzt hier erstmal unter diesen Support gebrochen. Wir sehen auch in dem dünnen Umfeld natürlich jetzt eine entsprechend stärkere Abwärtsdynamik. Dadurch ergibt sich aber ein potenzielles Level, gegen das wir riskieren können. Dann wird es allerdings jetzt schon wieder ein bisschen tricky, weil wenn du dich nämlich jetzt gegen diesen Bereich hier, gegen diese ja, 4,652 in diesem Szenario long positionierst, mit einer Rückeroberung und Halten der 4,665, hast du 13 Punkte Risiko, was es wiederum recht schwierig anmuten lässt, ein CRV zu bekommen, welches attraktiv genug ist. Also sprich anders formuliert, wenn ich jetzt hier den S&P gedeckelt sehe bis Freitag, ohne entsprechend Fed-Trigger oder Fed-fundamentaler Treiber, wenn ich den auf 4,7 gedeckelt sehe, dann habe ich bei solch einem Szenario, was ich hier gerade skizziere, 35 Punkte Chance. 35 Punkte Chance. Bei einem Risiko von 13 Punkten ist ein CRV größer 2,5 zu 1, kann man machen, würde ich aber ausgehend von den derzeitigen Gegebenheiten eher mit reduzierter Positionsgröße spielen wollen. Also das heißt, auch das sollte man an der Stelle für ein Setup gegen diesen Bereich, denke ich mal, berücksichtigen. So, ja, DAX, wie gesagt, 15,6 ist das Key-Level, rutschen wieder drunter, nächster Halt 15,5. Das hatte ich heute früh auch so eingeschrieben gehabt. Ich will es mal ganz kurz hier zeigen. Also 4,629, 4,682. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch oberhalb des EMA 50 gehandelt. Zunächst Long Ziel ist 15,7 oder beziehungsweise
Oberhalb von 15,7 ist das Ziel dann 77.800. Das ist der Bereich um die gestrigen Tageshochs. Drop unter 15,650 aktiviert zunächst die 600er Region. Den haben wir mittlerweile zu sehen bekommen. Jetzt haben wir die 600. Darunter ist es dann eben der Bereich 500 und eventuell tiefer. Wobei das erstmal zunächst abzuwarten bliebe an der Stelle. So, ja, das also zum DAX, das zum S&P. Einzeltitel. Werfen wir mal kurz einen Blick auf Tesla. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen übrigens. Verzeiht mal. Also ich will mal ganz kurz hier ein bisschen die Einzeltitel, die wir in der jüngeren Vergangenheit zum Thema gemacht haben, will ich mal ganz kurz hier ein bisschen rausnehmen. Da gibt es einige, die waren spannend, aber die finde ich jetzt nicht mehr so spektakulär. So. Was haben wir da noch? Ah ja, das ist der XLF. So, was haben wir hier noch? Alibaba. Könnte mal wieder interessant werden. Ist es aber derzeit definitiv nicht. Was haben wir hier noch? Roku, Amazon, Peloton. Vielleicht früher oder später auch mal wieder heiß, aber jetzt auch nicht. So, Square. So, was haben wir hier noch? Nvidia, Arc, Salesforce. Brauchen wir auch nicht. Zoom. Ja, so sieht schon mal was aus. Ach, übrigens, Stichwort Equities. Wir können mal ganz kurz einen Blick auf den Russell werfen. Das ist so der Klassiker eines Fehlausbruchs. Wir erinnern uns dran. Wir hatten ja hier einen sehr, sehr schönen Breakout zu sehen bekommen und hatten dann noch ein klares Level eigentlich, gegen das wir uns hätten positionieren wollen. Nämlich diese Ausbruchregion, sofern es nochmal zu einem Retest tatsächlich kommt. Der Retest kam, aber es kam kein erneutes Aufdrehen, sondern wir haben dann in diesem Bereich relativ zügig eigentlich gesehen, dass es das nicht sein hat sollen. Also das kam besonders hier dann Thanksgiving bzw. Omikron und besonders dann der Small Cap Bereich, der dann da infolge der anziehenden Volatilität stark unter Druck geraten ist. Also das war ein klassischer Fehlausbruch auf der Oberseite. Jetzt allerdings dahingehend interessant. Wir müssen jetzt mal abwarten natürlich, ob das Niveau auf der Unterseite, diese Range-Begrenzung, ob die hier im Russell hält. Aber das könnte ein interessanter Bereich sein. Also nochmal so um 207, 208, sofern wir diesen Bereich nochmal anlaufen, weil wir auch ein klares Level haben, gegen das wir riskieren. Also sobald wir aus der Range nämlich auf der Unterseite ausbrechen würden, wollen wir nicht mehr wirklich long sein an dieser Stelle. Also das heißt, wir haben ein klares Level mit aber einem sehr attraktiven Ziel auf der Oberseite, sofern sich das übergeordnete Bild wieder beginnt zu beruhigen und dann wir entsprechend gegen diesen Bereich in der Lage sind aufzudrehen. Also sprich anders formuliert, während das hier zwar wie gesagt ein potenzieller Fehlausbruch war, sollten wir diese Region durchaus noch in Betracht ziehen, ob es nicht gegen den Bereich für ein Long-Engagement tatsächlich reicht. Also der ein oder andere wird ein bisschen überrascht sein, mit Sicherheit, dass ich weiterhin für Equities mich derart bullish aktuell zeige. Ich bin durchaus willens, da meine Einschätzung zu überdenken, aber ich möchte da ein ganz klares Signal eben seitens des Marktes sehen. Und das, was mich derzeit eben so bullisch werden lässt, ist die übergeordnete Skepsis, die ich an jeder Ecke und an jedem Ende im Grunde genommen sehen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich übergeordnet der Bias deutlich positiv darstellt. Ja, so möchte ich es mal vielleicht formulieren. Also ich habe wirklich den Eindruck, besonders auch vor dem Hintergrund, dass eben diese Rallye, die wir zum Beispiel gerade in Nasdaq zu sehen bekommen und in Relation eben im Zusammenhang hier mit der nicht Marktbreite, die diese Bewegung trägt, dass das hauptsächlich von den Big Tech Names getragen wird, das ist eben durchaus eine Beobachtung in der Form, die wir dort erkennen, die natürlich alles in allem mit großer Vorsicht genossen werden sollte. Nichtsdestotrotz ist das eventuell dann auch tatsächlich eine Chance, denn viele Marktteilnehmer, die sich infolgedessen jetzt in einer Short-Position wiederfinden oder nicht positionieren, sondern in Cash gehen, zum Beispiel für längerfristige Engagements, die werden früher oder später eventuell dann gezwungen werden, tatsächlich dieses Geld von der Seitenlinie zurück in den Markt eben zu bringen. Und
Das ist durchaus etwas, was mich alles in allem jetzt bereits positiv stimmt, sofern wir technisch relevante, wichtige Level in der Lage sind, eben tatsächlich zu halten. Und das wäre in dem Fall, wäre es eben hier diese untere Range-Begrenzung im Falle des Russells, die wir dann, wenn wir da mit kleinem Risiko reinkommen, mindestens nutzen können, um nochmal ein Play in Richtung der oberen Range-Begrenzung zu sehen zu bekommen. Vielleicht auch dann entsprechend eben nach. Hier, wir haben auch ähnliche Szenarien, ich meine, das war ein anderes Umfeld, aber im Oktober letzten Jahres zu sehen bekommen. Wir sahen hier zum Beispiel, da gab es auch eine längere Konsolidierung mit Aufwärtsdrift natürlich gegen die Corona-Übertreibungstiefs. Und dann gab es hier einen kurzen Ausbruch auf der Oberseite. Das war wie gesagt im Oktober. Wir rollten zurück in die Range, haben dann allerdings erneut aufgedreht in den Jahresschluss hinein und haben dann eben eine stark bullische Rallye zu sehen bekommen. Und das ist durchaus etwas, was uns eventuell dieses Mal auch bevorstehen könnte, besonders nach dieser langen, langen Konsolidierung, die wir jetzt hier sehen. Und sofern wir eben diesen Bereich um 200, ja, machen wir mal 208, 207, 208 Punkte eben tatsächlich halten können. Zurück vom Small Cap in den Tech und in den Growth-Bereich. Tesla hat natürlich gestern ebenfalls stark bärisch performt und ist nicht weiter in der Lage, sich derzeit eben von diesen jüngsten Abschlägen zu erholen. Wir erinnern uns dran, das war die, ich nenne sie mal Twitter-Umfrage von Elon Musk in Bezug auf, soll er Aktien verkaufen, um eben seinen Fair Share in Firmen von Steuern zu zahlen. Wir erinnern uns dran, das war ja, das hatten wir hier auch im Morning Meeting, die diversen Tweets in dem Zusammenhang hatten wir zum Thema gemacht. Fragwürdig mit Sicherheit, weil bereits ab September klar war, dass Aktienoptionen fällig würden, die als Einnahme gelten und die eine relativ hohe im zweistelligen Milliardenbereich, wenn ich das sogar richtig gesehen habe, 15 Milliarden, 16 Milliarden US-Dollar Steuern eben von Elon Musk nach sich gezogen haben, die da fällig geworden sind. Und in dem Zusammenhang natürlich dann auch klar wird, dass der auch nicht auf Milliarden auf dem Girokonto verfügt, ja, die dann entsprechend eben sofort verfügbar sind, um diese Steuer zu zahlen oder abzuführen. In dem Fall ist es dann so, dass eben entsprechende Liquidation stattfinden muss, was aber natürlich im Gesamtkontext wiederum gut passte. Die aktuell aufkeimende Diskussion hinsichtlich eben zum Beispiel nicht realisierte Kapitalgewinne versteuern zu wollen, das ist ja mit Glanz und Gloria abgeschmettert worden, aber diese ja, sozialistischen Fantasien, die da eben kursieren in diversen Politiker rein, die nehmen ja mittlerweile Auswüchse an, die dann doch schon ziemlich absurd anmuten, beziehungsweise zeigen, wie stark der Kontrollverlust vielleicht hier, sagen wir mal, seitens des politischen Establishment zu sein scheint. Und in dem Zusammenhang sind natürlich dann besonders Charaktere wie Elon Musk betroffen, ja, infolge eben dieser aufgelaufenen Kapitalgewinne durch eben entsprechend die Investments, sei es jetzt in Tesla, sei es in SpaceX. Und in dem Zusammenhang ist es eben so, dass wir jetzt, ja, da so ein Spielchen, so eine Art 3D, 4D-Schach vielleicht zu sehen bekommen. Das war das, was ich meinte. Deswegen würde ich das nicht überbewerten. Was aber sicherlich jetzt von Interesse ist, ist, dass wir trotz dieses unglaublich starken fundamentalen Ausblicks, also ich will da in dem Zusammenhang mal ganz kurz was zeigen, was ich immer wieder unglaublich faszinierend finde und was ich auch empfehlen würde für diejenigen, welchen, die sich eben tatsächlich dafür interessieren. Kurz noch mit meinem. Oh, ach nee, Black, da fehlt ein A. Gary Black, das ist ein, man kann es hier sehen, Vermögensverwalter, Querstrich, Investment Advisor, XYZ, Money Manager, mit einem unglaublich starken Fokus auf hier Tech. Titel und in dem Zusammenhang ganz besonders eben auch entsprechend Tesla. Und was man jetzt hier in dem Zusammenhang zum Beispiel sehen kann, das ist so ein angehefteter Tweet seinerseits, der arbeitet immer sehr detailliert entsprechend die fundamentalen Kennzahlen aus und sieht dann eben in dem Zusammenhang zum Beispiel Katalysatoren fürs Jahr 2000 und 22, die er zum Thema macht, wo er dann diverse auch Meilensteine der Firmengeschichte und des weiteren Firmenwachstums eben tatsächlich zum Thema macht und infolge derer er dann zu entsprechend projizierten Kurszielen kommt, an der Stelle bei 1400 Dollar, die er neben eben dem Umstand, neben diesen fundamentalen Katalysatoren auch zum Beispiel dann darauf zurückführt,
dass immer noch trotz dieser massiven potenziellen Wachstumskatalysatoren, die Tesla findet, viele Fondsmanager, Vermögensverwalter, Portfoliomanager einfach underweight in Tesla sind. Also Tesla ist weiterhin ein nicht nur unglaublich starker Wachstumstitel, sondern hat ergänzend zu diesem starken Wachstumsausblick eben auch weiter starke Wachstumsaussichten, Gewinn pro Aktie etc., der hier an der Stelle eben dazu beitragen dürfte, dass das vielleicht noch ein konservatives Kursziel ist. Und nunmehr ist es so, dass diese Entwicklung, diese Erwartung in den Jahresschluss hinein ganz besonders natürlich jetzt so ein bisschen aufhorchen lassen, wenn man sich dann diese derzeit jedenfalls relative Schwäche hier von Tesla anschaut. Rein charttechnisch finde ich erstmal ein super interessanter Bereich, weil das ziemlich genau mit dieser Aufwärtstrendlinie korrespondiert, die wir hier schon seit geraumer Zeit zum Thema machen. Eventuell wird diese etwas flacher verlaufende Trendlinie hier ein Thema, das entspräche auch CRV-technisch einem Retest ungefähr der 900er-Region. Auch deswegen interessant, weil es eben ungefähr, ich mache das mal ganz kurz farblich anders, das sieht ein bisschen schwierig aus. Moment, wir machen das mal in Blau. So. Also die blaufarbene Linie, von der sprechen wir jetzt hier. Die etwas steiler verlaufende Linie hier ist die pinkfarbene. Wir haben ungefähr hier um eben Jahreshochs aus Februar roundabout haben wir hier als Trendlinie. Und somit ein Kreuzcluster, was sich da ergibt, also so eine Unterstützungsregion oder eine Kreuzunterstützung an der Stelle, gegen die Long durchaus interessant anmutet, weil du auch relativ zügig eigentlich weißt, wann du hier falsch bist. Also solch ein Bruch der Trendlinie willst du eigentlich ungern zu sehen bekommen. Das heißt also, du würdest knapp unterhalb von $900 würdest du wahrscheinlich entsprechend die Position schon wieder geben, während du auf der Oberseite, sollte dieses Kursziel von Black beispielsweise um $1.400, $1.500 erreichbar sein, was durchaus realistisch erscheint vor dem Hintergrund der fundamentalen Treiber und Trigger, die wir dort finden. Vorausgesetzt natürlich, dass das übergeordnete Marktumfeld ruhig bleibt, dass es nicht einen breiten Marktcrash und dergleichen gibt, wobei ich dann immer noch davon ausgehen würde, dass selbst so ein unglaublich starker Wachstumstitel wie Tesla ausgehend von seinen Fundamentals verhältnismäßig stark performen würde. Also nicht, dass Tesla nicht auch negativ performen würde, aber Tesla würde weniger stark negativ performen als andere Growth-Titel, die doch sehr, sehr weit vorweggelaufen sind im Laufe des Jahres 2020 ganz besonders. Und also wenn wir jetzt gegen die 900er-Region roundabout mit einem $50-Stop, Pi mal Daumen, uns long positionieren würden, haben wir auf der Oberseite eben Chance von 500, $600, also CAV von 10 zu 1, was sich dadurch sogar ergeben könnte für solch einen Wachstumstitel. Und ist durchaus etwas, was man jetzt beginnen sollte, auch näher zu betrachten und für längerfristige Engagements in Betracht zu ziehen. Nochmal, setzt voraus, dass natürlich das übergeordnete Bild ruhig bleibt, aber die derzeitige Korrekturbewegung, so wie Sie jetzt zu sehen bekommen, wir durften davon ausgehen, dass es eine Korrektur gibt. Ich hatte diese ja durchaus schon hier eigentlich gegen diese Region, die ehemaligen Hochs, erwartet. Das war nach dem oder kurz vor, kurz nach dem letzten Earnings Release, den wir zu sehen bekommen haben, Ende Oktober, wo ich sagte, ein Rücksetzer nochmal in Gefilde 750, $800, roundabout von hier oben $900, das wäre ein Schnäppchen, hatte ich gesagt. Der ist das aber ausgeblieben. Stattdessen sahen wir nochmal eine nahezu vertikale Beschleunigung hier auf der Oberseite. Und ja, nunmehr setzen wir jetzt zu dieser Korrekturbewegung an. Also von diesen Hochs, die wir hier ausgebildet haben, sind wir jetzt nunmehr 30, 300, $300. Das sind nicht ganz 30%, ne? Ungefähr 52, ja, also etwa 20, %25 sind wir korrigiert. Wenn wir in Gefilde bis $900 zurücklaufen sollten, dann ist das auch eine Korrekturbewegung hier von $300, also rund 25, vielleicht ein bisschen überschießen auf der Unterseite, vielleicht 30% an dieser Stelle, was in solch einem starken Wachstumstitel erstens normal ist, also muss man dazu sagen, und zweitens eben CRV-technisch aber, glaube ich, unglaublich attraktiv werden könnte durch diese Unterpositionierung entsprechend eben in den Portfolios diverser Manager. Und ja, also das heißt, aktuell möchte ich nicht wirklich long sein am Tesla. Also das sieht bis dahin nicht sonderlich vorteilhaft aus, das Bild. Klare Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs. Hier oben eben diese Sequenz auf 5-Minuten-Basis, die sich jüngst jetzt hier nochmal beschleunigend eben tatsächlich darstellt. Und sollten wir hier gegen diese Trendlinie, also sollten wir jetzt keine zügige Rückeroberung, wie jetzt jüngst stattgefunden. Also wir erinnern uns dran, das letzte Mal, als wir solch einen Flashout gesehen haben, das war vor rund einer Woche, anderthalb, da sind wir, guck mal ganz kurz, obwohl hier, da müssen wir wahrscheinlich eher sagen, das waren so die Niveaus im November, Pi mal Daumen, Übertreibung der Unterseite. $980. Es war relativ zügig, dass wir wieder sehr tief über die Tausender-Marke zurückgelaufen waren.
Ähnlich hatte sich das auch hier am, das war Nikolaus, ja, hatte sich das dargestellt gehabt. 950 Dollar im Tief gehandelt worden. Bounce hat uns dann sogar oberhalb von 1000 Dollar schließen lassen. Bleibt dieses Mal ein solcher Bounce jetzt, nachdem wir diese Tiefs nochmal anlaufen, über die 1000er Marke, dieses psychologisch relevante Level aus und sollten wir jetzt hier gegen die, das ist ungefähr die 980er Region, anprallen und dann überrollen und neue Tiefs markieren, dann wäre das auf jeden Fall ein Grund, hier nochmal Vorsicht walten zu lassen und wie gesagt, einen Anlaufen sogar der 900er Region zu erwarten. Der Kehrseite sollten wir diese Niveaus jetzt hier um 59 halten und diese Trendlinie brechen und oberhalb von 1000 schließen, dann wäre das eventuell ja, die Initialzündung dann für nächste potenzielle, auch hier in der Aktie, ein Jahresendrally beziehungsweise so ein Chasing-Moment, welcher dann zum Tragen kommen könnte, besonders in Verbindung mit einer potenziell sich eher dovish äußernden Fed, sofern sie sich dovish äußert. Das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung. So, das also zu einigen Einzeltiteln. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Euro ist nicht so spektakulär, handeln wir bei 1,13. Das ist also immer noch in dem Bereich, den wir hier zum Thema gemacht haben. Hier sehen wir einen kurzen, scharfen Bounce jetzt seit heute früh, der sich abzeichnet. Also scheint, als wenn man jetzt kurzzeitig in der Lage war, hier größeren Schaden abzuwenden. Mal kurz gucken. Haben wir die? Ne, die haben wir hier gar nicht drin, die Trendlinie. Kurz. Kann man die? So, geht das vielleicht? Ne. Doch, also doch. So, also. Jetzt haben wir doch nochmal ein Aufdrehen gegen diese Trendlinie zu sehen bekommen. Wie gestern schon gesagt, eine Rückeroberung eigentlich der 1,14 willst du in dem Zusammenhang sehen. Das ist hier so roundabout diese gestrichelte rotfarbene Linie. Die könnte dann nochmal, auch mit der bullischen Saisonalität im Euro zum US-Dollar, könnte das nochmal so einen Moment nach sich ziehen, der uns vielleicht sogar über die 1,14 aus dem Jahr gehen lässt. Wobei der Grundmodus weiterhin ganz klar bärisch bleibt. Und wir gegen diesen Bereich oder also die 1,14er, 1,15er Region eben der erneute dann Legdown erwarten sollten und dann über kurz oder lang auch nochmal eine ernsthafte Attacke und auch ein Unterschreiten der 1,12er Region. Diese aktuelle Schwäche im US-Dollar spiegelt sich interessanterweise noch nicht in Gold wider. Normalerweise erwartest du auf US-Dollar-Schwäche durch die negative Korrelation eigentlich, dass Gold davon profitiert. Gold, ja, ist dying out, möchte man fast sagen. Also zeigt sich hier überhaupt null volatil in irgendeiner Form oder reagierend. Wie festgetackert jetzt unterhalb von 1800 US-Dollar pro Feinunze. Also scheint überhaupt gar nicht, auch im Mittelpunkt der Marktwelt irgendwie zu liegen, dass da größeres Volumen oder dergleichen eben tatsächlich reinkommt. Es hat sich nichts geändert im Vergleich zu gestern. Wir sind weiterhin unterhalb von 1790, 1800 US-Dollar kurzfristig neutral mit eher bärischer Tendenz sogar. Eine Rückeroberung der 1800, besonders eine Rückeroberung hier der 1810, würde ich positiv werten und eher bullisch sehen, aber so sieht es nicht aus derzeit. Vielleicht liefert, wie gesagt, die Fed morgen den entsprechenden Trigger, dieses kurze Moment, wo dann eben entsprechend stärker Wohler reinkommt, besonders in Folge einer dovischeren Haltung. Wie gesagt, wenn im Dot plötzlich abzeichnet, nur zwei Zinsanhebungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022, könnte das eventuell den US-Dollar stärker unter Druck bringen, auch im US-Dollar dann den Drive über die 1,14 nach sich ziehen, beziehungsweise jetzt hier dann im Goldpreis eben den Push zurück bei 1800. Aber wie gesagt, es bedarf dieses Treibers, andernfalls ist das hier gerade kein wirklich attraktives Trading-Umfeld, in dem wir uns wiederfinden. Ich gucke mal ganz kurz übrigens in die Chatbox. Also falls ihr Fragen haben solltet, ich habe jetzt hier gerade. Ich habe jetzt nämlich hier gerade nicht eine Fehlermeldung, aber zumindest mal hat sich das nicht geupdatet. Werfen wir einen Blick auf den Crypto Space. Also wie gesagt, ich habe gestern angefangen, mich mal ein bisschen in diese Thematik noch detaillierter einzuarbeiten. Einfach auch so besseren Überblick zu bekommen, so dieses, ich sag mal, Day-to-Day-Business beispielsweise. Also das heißt, wie beispielsweise solche Kryptobörsen wie Coinbase zum Beispiel agieren an dieser Stelle oder beispielsweise wie dann auch Wallets zum Beispiel an der Stelle eben funktionieren, beziehungsweise wie die ausgestaltet sind. Und also ich hatte bis dahin, hatte ich diesbezüglich theoretisches Wissen, aber so praktisch umgesetzt hat sich das nicht ergeben. Und gestern habe ich einfach mal 5 Minuten gehabt und dachte mir so, also wenn du mitreden willst, oder beziehungsweise wenn du es besser verstehen möchtest, auch in einem
Vielleicht auch getriggert, vielleicht, ja, muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Vielleicht auch getriggert durch diese aktuell wirklich wahnwitzigen Entscheidungen, die wir uns gegenüber sehen. Also man überlege mal, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind. Ja? Also jetzt im Hinblick eben auf beispielsweise das anstehende Weihnachtsfest und dergleichen. Wenn sich die Politiker in irgendwelchen Talkshows, also nicht, dass ich die Talkshows gucken will, aber man sieht das ja trotzdem dann in seinen Hashtags, irgendwie in der Timeline bei Twitter oder sonst irgendwas, wenn sich da hinsetzen und dann so eine Aussprüche tätig werden, wie beispielsweise, ungeimpfte Familienmitglieder würden bei mir nicht am Weihnachtsfest teilnehmen dürfen. Das war, glaube ich, gestern der Bürgermeister Berlins, Müller, glaube ich, gesagt. Verstehst du, also okay, alles klar. Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass der Mann in seiner Familie besonders beliebt ist. Ja? Aber gut, also dass es so schlimm ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann auch darüber hinausgehend, welche unfassbaren Maßnahmen verabschiedet werden. Mir ist das gar nicht bewusst geworden. Also wir haben jetzt wieder eine kalte Jahreszeit. In Berlin ist es üblich, dass du damit konfrontiert wirst, sei es medial, irgendwie über soziale Medien beispielsweise, oder auch zum Beispiel via solcher Plakate, Bushaltestellen daran erinnert wirst, wenn du irgendwie einen hilfsbedürftigen Menschen siehst, einen Obdachlosen, ja, der in der Kälte sitzt, dass du dann bitte diese Hotline anrufst, damit diesen Menschen geholfen werden kann. Dann kommt da so ein Bus vorbeigefahren und der gibt dem was Warmes zum Anziehen, was Warmes zu essen, also Hilfe einfach anbietet. Diese Obdachlosenheim und dergleichen. Jetzt lief hier vor kurzem in Zeitung XYZ, ich weiß gar nicht, welche es war, habe ich das gelesen. Ich dachte, ich dachte, ich konnte das nicht glauben. Ich konnte das wirklich nicht glauben. Stand dann da drin, dass Obdachlose in Obdachlosenheimen abgewiesen werden, wenn sie nicht die 3G-Maßnahmen erfüllen. Also weder getestet bzw. geimpft oder genesen sind in irgendeiner Form. Obdachlose. Ja, und dann wird das so argumentiert, dass es heißt, nun ja, in dem Fall, die hätten sich ja impfen lassen können, ist ja kostenlos in Anführungsstrichen, also da müssen sie ja nichts für bezahlen oder dergleichen. Und ich übersetze das jetzt mal, man lässt diese Menschen in der Kälte verrecken, also weil die nicht geimpft sind, weil die sich nicht irgendwelchen Tests oder irgendwelchen Impfungen unterzogen haben oder sonst dergleichen. Also, ohne das jetzt zu werten, also, wir sollten es vielleicht doch werten, aber wir sollten es ja an der Stelle werten, so möchte ich es mal sagen. Aber wenn du das für dich verarbeitest und wenn du realisierst, was da gerade passiert, dann merkst du immer mehr, dass du offensichtlich denjenigen welchen, die auf dein Vertrauen angewiesen sind, also die Politiker, dass du denen auf gar keinen Fall vertrauen solltest. Und das sorgt dafür, dass du anfängst, wirklich auch dann dich mit alternativen Quellen im Hinblick auf Zahlungsverkehr und dergleichen auseinanderzusetzen. Und dir fragst, inwiefern da vielleicht eine Möglichkeit besteht, mindestens sich breiter aufzustellen. Ja, so formuliere ich es mal. Und genau dadurch wird dann eben so eine Thematisierung von Wallets, eben beispielsweise Crypto-Wallets und dergleichen, die Funktionsweise, wie das so abläuft und dergleichen, wird das einfach getriggert, einfach damit du es besser verstehst, damit du vielleicht auch siehst, was das für eine Bewegung geben könnte, sofern früher oder später sich wie so eine, ja, wie so eine Kaskade von sich überschlagenden Ereignissen eben ergibt. Da willst du lieber vorbereitet sein, als dann im Nachgang nachbereiten. Und also zurückkommt, wie gesagt, das war jetzt so der Haupttrigger. Also diese Gedanken, die gehen einem durch den Kopf, die lassen sich auch nicht abschalten oder sonst dergleichen. Ich denke, das ist die Pflicht auch eines Verantwortung übernehmenden Bürgers. Also damit musst du dich einfach beschäftigen. Ja. Und genau deswegen, wie gesagt, eben bei mir diese Auseinandersetzung mit der Thematik Krypto ganz besonders, eben primär getriggert durch diese abartigen Entscheidungen, die jetzt da getroffen werden seitens der Politik. Und nur um da eine Idee zu bekommen, weswegen ich mich jetzt ausgerechnet mit dem Thema Crypto-Wallets und dergleichen auseinandergesetzt habe. Und so, also zurückkommt jetzt allerdings auf die Thematik hier. Bitcoin, Ethereum dann gleich auch vielleicht an der Stelle. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier erstmal weiterhin einen Abgabedruck post des Crashs, den wir hier am Wochenende zu sehen bekommen haben, der bis jetzt, also vor 2 Wochen, 1,5 Wochen, der bis jetzt sich fortschreibt. Und wo jetzt doch dieses Szenario offensichtlich ein Thema wird, dass wir die Region um $40.000 noch einmal anlaufen. Also das heißt, diese Flush-Out-Tiefs an der Stelle, dass diese eben entsprechend hier nochmal angelaufen werden. Retest, das war diese Region. Das kann man hier in dem Chart nicht sehen. Ich gehe mal kurz auf meinen. Moment, warum ist da?
dass diese nochmal angelaufen werden. Ich hatte in dem Zusammenhang, hatte ich ja skizziert gehabt, dass wir diese Tiefs eventuell nochmal anlaufen. Das hat sich dann so ein bisschen begonnen zu relativieren, nachdem wir hier zurückliefen, kurzzeitig, zumindest über die 50.000er-Marke. Aber die Rückeroberung dieser Region da oben, dieser horizontalen gelbfarbenen Linie, die ist ausgeblieben. Und dadurch wird das jetzt doch nochmal ein Thema. Also das heißt, es ist hier so rund 52.000 roundabout. Das wird jetzt durchaus doch nochmal ein Thema. Ändert aber nichts daran, dass mein insgesamt günstiger Ausblick eben für Krypto an der Stelle gegeben bleibt. Also sprich, anders formuliert, sollten wir diesen Bereich nochmal anlaufen, aber verteidigen können, eben nicht deutlich unter die 50.000er-Marke rutschen, dann ist das durchaus ein interessantes Signal, was ich jetzt nicht per se sofort long handeln würde, aber wo ich aufmerksam werden würde. Alternativ ein Halten hier in der 47.000er-Region ungefähr. Also Rückeroberung, das ist Grundvoraussetzung. Wir haben aktuell, halten wir uns nur knapp oberhalb hier an dieser Stelle, haben einen kurzen Flashout gesehen, das war gestern in den Abend hinein. Da ist nochmal ein bisschen Abgabedruck aufgekommen. Sollten wir uns oberhalb von 47.500 halten können. Das ist ein erstes positives Signal, wobei ich allerdings sehen wollen würde, dass wir diese Abwärtstrendlinie, die ich jetzt hier eingezeichnet habe, dass wir diese eben entsprechend nach Möglichkeit brechen bzw. zurückerobern. Beziehungsweise vielleicht sollte ich hier noch ein bisschen, die sollte ich vielleicht noch ein bisschen flacher zeichnen. Das ist so ein erstes anzuvisierendes Ziel. Und zwar diese Trendlinie wäre es hier. Also diese jüngst ausgebildeten tieferen Hochs, dass die zunächst zurückerobert wird, das würde gleich oder würde korrespondieren mit einer Rückeroberung der 50.000er-Marke. Dann bliebe abzuwarten, ob die übergeordnete Abwärtstrendlinie hier, ob die zurückerobert wird, also ob Bitcoin über 52 läuft. Also anders formuliert, was wir derzeit zu sehen bekommen, ist nicht wirklich bullish. Da sollte man vorsichtig sein. Was jetzt abzuwarten bleibt, ist wie gesagt, ob es gelingt, hier die 47,5 zurückzuerobern. Das ist der erste Zwischenschritt, der gemacht werden müsste. Wenn wir dann infolgedessen es schaffen, oberhalb dieser Trendlinie hier zu schließen, 49.000, dann könnte das nochmal der Wegbereiter für eine etwas tiefere Korrektur bis 52 sein. Und dann müssten wir schauen, ob es eben gelingt, diese zurückzuerobern. Dann wäre der kurzfristig bärische Modus im Falle von Bitcoin gebrochen. Relativ stark bleibt dennoch Ethereum, wobei hier jetzt langsam aber sicher es notwendig wird, dass wir auch gegen diesen Bereich aufdrehen. Also wir sehen, wir haben gestern doch eine sehr ernsthafte Attacke hier gegen diesen Bereich zu sehen bekommen. Dieser übergeordneten Trendlinie, ich mache die manchmal pink jetzt an der Stelle. Also die haben wir jetzt derzeit hier halten können, zunächst einmal. Positives Signal wird dahingehend eben entsprechend gesendet, wenn wir uns das mal auf 5-Minuten-Ebene hier anschauen. Da kann man das, glaube ich, relativ gut erkennen, dass wir nach dem gestrigen kurzen Abgabedruck, der in den Abend aufkam hier in Ethereum und den Bounce, nochmal einen Retest heute früh zu sehen bekommen haben. Aber diese Region hat jetzt gehalten werden können. Und das Halten dieser Region hier, dieses potenzielle Boden ausbilden, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, besonders vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier vor einem kurzfristigen Schlüsselbereich so um 3,830 ungefähr, beziehungsweise 3,850 eben handeln. Das sind Tiefs hier vom 11. kann man es erkennen, das ist Freitag gewesen, so ein Übertreibungstief auf der Unterseite, dessen Unterschreiten hier jetzt erstmal einen bärischen Trigger geliefert hat. Dessen Rückeroberung aber zeigen würde, dass hier tatsächlich sich ein kurzfristiger Boden findet. Also anders formuliert, wenn wir jetzt diesen Bereich um 8,30 bis 8,50 in der Lage sind, zurückzuerobern, dann könnte das interessant werden, sich long mit engem Stop hier gegen diese Tiefs zu positionieren. Ja, und folglich dann darauf zu spekulieren, dass es hier ein deutlicheres Aufdrehen gibt. Also diese relative Stärke, die Ethereum im Vergleich zu Bitcoin zeigt, ist auf jeden Fall noteworthy. Also die sollten meiner Einschätzung nach Erwähnung finden. Das ist eine relativ unglaublich starke Vorstellung. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ehrlich gesprochen, dass wir über kurz oder lang uns darauf einstellen sollten, dass Ethereum hier nochmal seine Allzeithochs anläuft, eventuell sogar dann diesen nächsten Meilenstein bei 5.000 Dollar eben in der Lage ist zu attackieren. Also hierhin, aktuell, gegeben das derzeitige Umfeld, muss ich sagen, gefällt mir Ethereum im Kryptobereich extrem gut, ehrlich gesagt. Auch ausgehend jetzt darüber hinausgehend, fundamental betrachtet, jetzt nicht nur aus trading-technischer Perspektive, sondern auch mit diesen unfassbar vielen Anwendungsmöglichkeiten und dergleichen, die Ethereum da bietet. Also wenn man sich ein bisschen in die Materie einarbeitet, ist das schon ein unglaublich faszinierendes Thema. Ja, und ja, das also in diesem Zusammenhang. Ich gucke mal ganz kurz. Ah, okay, vielen Dank. Ich kopiere das mal ganz kurz raus. Zensur schreibt hier nämlich gerade.
ein Informationskanal, YouTube und auch Bücher. So, den Herrn kopiere ich mir hier mal raus. Den gucke ich mir mal an. Vielen Dank. Sehr nett. Dankeschön. Ja, also wenn jemand da noch irgendwelche Quellen hat, versteckte Perlen, die in irgendeiner Form dort Import liefern können, in vielerlei Hinsicht, jetzt nicht nur in Bezug auf Krypto selbst, sondern auch darüber hinausgehend eben Innovationen im Hinblick auf den Zahlungsverkehr und dergleichen, bin ich auf jeden Fall für offen. Also ich such da aktuell einiges an Informationen zusammen, um mich da einfach ein bisschen breiter auch aufzustellen eben. So, soweit wäre es das erstmal jetzt im Hinblick aufs Morning Meeting gewesen. Ich gucke mal ganz kurz, haben sich hier noch Fragen in irgendeiner Form? Ergeben? Einen Moment. Okay. Also ich sehe jetzt hier gerade, ich ziehe mal ganz kurz die Discord-Community hier rüber. Einen kurzen Augenblick. Ich gebe mal den Link, damit ihr dann auch die Möglichkeit habt. Zack. So. Da steht eine Frage zum Session-Highlighting. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was genau damit gemeint ist mit Session-Highlighting. Also ich sehe hier heute 11.25 Uhr. Das heißt, etwas anders formuliert, die Frage kam jetzt gerade eben rein. Also vielleicht ist derjenige welche hier noch im Morning Meeting. Und deswegen frage ich an der Stelle mal, ob du da bist. Das wäre gut, weil ich bin mir nämlich nicht sicher, was du mit Session Highlighting meinst. Aber wenn du das hier meinst, also diese Erhebungen in Blau bzw. in Orange, den vorbörslichen Handel, da gibt es eine Funktion, die du tatsächlich einstellen kannst. Einfach mal googeln TradingView Pre-Market. Das sollte dir eine Information geben. Also da gibt es einen Haken, den du setzen musst. Ich müsste jetzt selber ganz kurz gucken, wo der genau zu finden ist. Aber du kannst im Equities-Bereich kannst du den vorbörslichen Handel ganz bewusst einstellen. Also das bezieht sich nochmal auf Equities an der Stelle, wo ein vorbörslicher Handel natürlich stattfindet an der Stelle. Jetzt, wenn wir uns den CFD anschauen, da ist das natürlich nicht verfügbar. Jetzt hier im Falle von Markets ist es so, dass eben hier der reine Kassehandel eben abgebildet wird. Sobald wir uns hier in den Daytrading-Bereich eben bewegen, Trading umsetzen über Markets, ja, aber nichtsdestotrotz darüber hinausgehend, Research würde ich empfehlen, noch an einer externen Quelle zu tätigen. Also sprich beispielsweise TradingView, um dann auch diese vorbörslich und nachbörslich relevanten Level eben entsprechend angezeigt zu bekommen, ausgehend von welchem man sich dann positionieren kann. So, ja, das erstmal soweit. Ich guck mal hier ganz kurz. Ne, da sind alle Fragen beantwortet, hier auch alle Fragen beantwortet. Ja, nunmehr, das wäre es meinerseits gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting dann am 15. Dezember 2021 hier gemeinsam mit Markets und lesen heute Nachmittag voneinander, versprochen. Ich werde heute die Vorbereitung wieder wie gewohnt bei Discord einstellen zu den US-Märkten, welche Aktien ich für heiß erachte. Mal schauen, ob es überhaupt welche gibt. Also Wirtschaftsdatenkalender, können wir mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Quartalssaison nähert sich definitiv dem Ende. Das Einzige, was wie gesagt noch spektakulär wird, wahrscheinlich für uns frühestens am Freitag, vielleicht noch am Donnerstag, dann mit Adobe bzw. FedEx. Aber sonst ist das ein ganz, ganz dünnes Treiben aktuell. Aber eventuell sind trotzdem einige andere Titel heiß. Lucid zum Beispiel könnte ganz interessant sein, hat einiges an Volumen gesehen, welches noch geflossen ist. Tesla sollte ihr, wie gesagt, auf dem Schirm haben. Zwar ein bisschen längerfristig, aber dennoch in einer kurzfristigen Variante dennoch natürlich gut für den einen oder anderen Punkt auf der Ober- bzw. auf der Unterseite, je nachdem, ob die 59 gehalten werden kann. Und ja, nunmehr wäre es das meinerseits gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns dann wieder morgen 10.30 Uhr am Mittwoch, den 15. Dezember 2021. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.